Okay, wir sind wieder am Start, glaube ich. Ist das hier nicht der Start gewesen? Tatsächlich ist das der Start des Games. Interessant. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Layers of Fear 2, Folge 16. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Hier geht es direkt weiter. Freunde, ihr wisst Bescheid. Wir zocken direkt weiter. Ja, gar nicht mal lange aufhalten. Wir sind hier schon im letzten Akt, ne? Nicht auf mich, klar, du sparst. Okay, alles klar. Mann, jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder was, du Bastard? Ich wollte doch jetzt. Oh. Fuck, jetzt haben wir was verpasst. Ich dachte, da ging es weiter, deswegen bin ich. Ach, fuck, Mann. Es ist immer da, ein Schritt hinter mir, über mir. Es zieht mich hinein, meine Haut fällt ab. Ich verwandle mich in was? Oh, es ist ärgerlich. So eine Scheiße. Mann, regt mich das auf. Schon wieder hier. Also. Aha. Wieder zurück oder was? Wenn ich mal. Aber man sieht halt nichts, das ist das Problem.
Wie? Please, Alter, hier ist einfach zu. Auch zu. Hier war aber nichts mehr. Es war hier gerade noch nicht. Oh! Ja! Der... Ja! Ja, ist klar. Ja. Okay. Ja! Hä? Okay, ich lebe noch. So. How many times have I tried to put the pieces back together? Just to watch them fall apart. Ja. Ha. Wahrscheinlich, oder? Ja, wir gehen auch noch durch. Macht ja Sinn, oder? Der Ort gefällt mir irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Endlich verstehe ich, dass der Ausweg sich hier befindet. In mir. Mir. Dir. Wer bist du? Frage. How long can a man burn before he turns to ash? How could you know? Of all the wasted years, of all the pain it took to bring you here, you don't even know who you are. Before he can truly live, how many times? Besten gar nicht. Look at it. This is what happens when you fail to take control. Just like it must.
Okay. The boy that never speaks. Have you found the voice? Soon, the world will know. It's bound to be a night to remember. Shame I won't be there to see it. Oh, bloß raus hier. You run, but do you know the way? Das kennen wir doch schon. You build one character, you destroy the other. There's no other way. You follow reason, you see through it. You cut away the strings. Geht's jetzt weiter? You hesitate. You look for a better way. Nothing is ever easy. You struggle against the current, fight against all odds. In the end, there is no right or wrong. There is only... James! Lily! James! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving! I'll find a way to reach you! I know you will! You're strong! Stronger than you know! We'll be together again! No matter how long it takes, I will find you! I will... Zum Fortfahren beliebige Taste drücken. Ah. Ah, okay. Wir sind wieder am Start, glaube ich. Ist das hier nicht der Start gewesen? Tatsächlich ist das der Start des Games. Interessant. Frage ist, was kommt jetzt noch? Jetzt haben wir, glaube ich, die komplette Sequenz gesehen. Kann gerade nichts machen. Er läuft von selbst. And so, here we are again. How many times has it come? You don't know, do you? How much? You don't even know what you are. An artist giving an unfocused performance. A creature trapped in a prison of its own making. I know what you came for, what you think you want. Flame, flame, burn away. Come again some other day. You can't have it, because you are not ready, because you have not earned it. When you do, verarschen? Ernst? Dein Ernst?
Jetzt kommt der Abspann. Das war's. Lul. Ja, Freunde. Das war Let's Play Layers of Fear 2. Das Horror-Game seit ich weiß nicht wie langer Zeit. Das letzte Projekt war ja Outlast 2. Das ist ja schon Jahre her. Glaube, also es war da 2017 war das doch, glaube ich, oder? Oder war es sogar noch älter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schauen wir uns den Abspann bis zum Ende an. Alle, die keine Lust haben, können jetzt gerne abschalten. Das Let's Play ist vorbei. Ich werde den ganzen Abspann auch mit aufzeichnen. Werde jetzt ein bisschen über das Spiel reden, wie ich es fand. Ja. Für alle, die es interessiert, die können jetzt noch gerne dranbleiben, mir ein bisschen zuhören. Abspann, Sachen hier dauern meistens immer so eine Viertelstunde mindestens. Ja, also wir haben Zeit noch. Die Folge wird auch dementsprechend zu lang gehen. Was lässt sich zu Layers of Fear 2 sagen? Man hat nicht immer ganz verstanden, worum es jetzt wirklich geht. Ich weiß nicht, ob man mehr verstanden hätte, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Ich habe den ersten Teil leider nie gespielt und kann deswegen auf nicht ganz so gute Layers of Fear Erfahrungen zurückgreifen. Ich habe in vielen Steam-Reviews gelesen, dass der erste Teil krasser gewesen sein soll. Ich muss auch sagen, was die reinen Erschrecker anging und Jumpscares, ein paar leichte waren da. Aber ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Also die meiste Zeit ist man einfach durch die Gänge gegangen, es ist halt nichts passiert. Man hätte so viele zusätzliche Jumpscares noch einbauen können, die ich mir wirklich auch gewünscht hätte, ja. Das wäre so mein Hauptkritikpunkt an diesem Game. Ansonsten Länge, klar, also ich meine, für den Preis ist das okay. Ein bisschen länger hätte es natürlich sein können, das kann es aber immer so. Es war auf jeden Fall länger als Outlast 1. An Outlast 2 kommt es nicht ran. Outlast 1 war aber nur 12 Folgen lang bei mir. Wir sind jetzt bei der 15. Folge, glaube ich, oder? Nee, bei der 16. Folge sind wir. Also es ist doch nochmal ein bisschen länger als Outlast, was ich gut finde. Grafik fand ich wirklich sehr schön. Das Game war, was die Level anging. Das Level-Design war recht abwechslungsreich, auch wenn man oft die gleichen Orte besucht hat. Das hat sich aber gut in den Flow eingearbeitet und deswegen fand ich das ganz gut. Das Spiel verbraucht auch echt nicht so viele Ressourcen. Also, wenn ich jetzt hier links auf meinem Bildschirm auf den Task Manager gucke, der Prozessor ist durchgehend 3% ausgelastet. 3% während des Games. Gut, ich habe auch ein bisschen mehr Kerne als die meisten anderen vielleicht, aber was soll's. Freunde, jeder, der ein bisschen Horror will, nicht zu viel, kann dieses Spiel gerne ausprobieren. Ja. sein Preis, ob sein Preis wert ist, ich weiß es nicht. Das kostet, glaube ich, knapp über 20 Euro für, ja, gute... Ich meine, wie lange haben wir denn jetzt gebraucht? Wie viele Stunden haben wir gebraucht? Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden. Knapp über fünf Stunden haben wir gebraucht. War's das schon? Ah. Das war ja, ziemlich kurzer Abspann. Da sind wir sogar perfekt bei 20 Minuten rausgekommen, Freunde. Also so geil war es ja noch nicht. So geil war es ja noch nie. Neues Spiel Plus wurde freigeschaltet. Nun kannst du im Filmprojektor der Kabine einen Akt auswählen und ihn erneut spielen. Deine Entscheidungen ändern und deinen Charakter neu... Ah, den Charakter, den wir da gemacht haben. Den wir am Ende gesehen haben, der kann anders aussehen, wenn wir uns bei den verschiedenen Sachen neue Gegenstände entdecken und verpasste Gegenstände einsammeln. Alle Errungenschaften freischalten. Geheimnisse aus dem Jenseits lüften, die im Schiff verborgen liegen. Cool. Machen wir in dem Let's Play natürlich nicht. Ja, Freunde, perfekt. Wirklich ideal in der Zeit. Das war's für diese Folge und damit auch zum Let's Play Layers of Fear 2. Meine Kaufempfehlung
ist da. Müsst ihr halt nur überlegen, ob ihr wirklich das Geld ausgeben wollt für das Spiel. Wie gesagt, 5 Stunden und sind jetzt nicht allzu lang. Aber ihr bekommt ein actiongeladenes Horrorgame mit ein paar Erschreckern drin. Je nachdem, wie schreckhaft ihr seid, erschreckt ihr euch vielleicht ein bisschen häufiger als ich. Ich bin schon schreckhaft, aber nicht so krass. Da gibt es auf jeden Fall Leute, die erschrecken sich wesentlich leichter. Da ist das Game natürlich nochmal ein bisschen gruseliger. Ja, ansonsten, Freunde, bleibt nichts anderes zu sagen, als schaut doch gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Dort warten nämlich noch viele weitere Let's Plays auf euch. Geht einfach auf meinen Kanal auf Playlists. Dort findet ihr viele verschiedene Let's Plays von mir und auch Vlogs. Wen das interessiert, der kann gerne vorbeischauen. Von diesem Spiel war es das dann damit. Freunde, ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Projekt.